Ja, hallo, liebe Weltraumfreunde, hier ist der Tenchi und ein kleines bisschen Space Engineers könnten wir jetzt vielleicht spielen. Ich habe gerade Zeit, ich möchte gerne eine Folge aufnehmen und ich schaue mir gerade nochmal, ich hab das Schiff jetzt ein bisschen zusammengebaut noch, also ich habe hinten alles zu Ende gebastelt, da war ich glaube ich noch dabei, ich weiß gerade nicht mehr. Und ich habe vorne dieses Auffangbecken zu Ende gebastelt. Ist das zu Ende gebaut oder muss ich da noch rumschlagen? Und ich habe sogar die Lichter dran gemacht. Jetzt hat man hier Licht. Cool. Ja, mit Schatten oben dran. Und was ich euch ja noch gezeigt hatte, ist die Tatsache hier unten, dass ja dieses Auffangbecken braucht ja eigentlich eine Verbindung. So. Jetzt werde ich aber, ich habe gesehen, dass dieser Sammler ja 15 Millionen, 15.000 Liter fasst. Und ich möchte gerne sehen, ob es überhaupt funktioniert, deswegen schließe ich es noch nicht an. Ich schaue aber, ob sich nachher darin was befindet. Wenn ja, funktioniert es. Wenn nicht, dann ist er halt irgendwie nicht so ganz richtig. Deswegen wollte ich schnell eine, schnell eine Testfahrt machen. Und da mal irgendwo was abbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf meinen Asteroiden machen würde oder ob ich dann doch mal schnell rüberfliege zu dem anderen. Müssen wir mal schauen. Ich brauche ja sowieso bestimmt noch einige Sachen. Und dann würde ich das, glaube ich, mal machen. Obwohl, wie viel habe ich denn überhaupt noch? Reaktor? 6 Tage Treibstoff? Naja, das sind noch ein paar Stunden, wenn ich sowas mache. So, jetzt frage ich mich gerade, wo war unser Asteroid, unser schöner, dicker, fetter? Oh, da kommt eine Privat... Oh, Moment. Planänderung, da kommt gerade ein privates Segelschiff total nah an uns ran. Da kümmern wir uns jetzt drum, das holen wir uns. Einfach nur, weil ich es kann. Ach ja, es gab ein Update. Ja, neben so kleinere Veränderungen gibt es jetzt zum Beispiel auch die Rohre, die Eckrohre. Jetzt kann man die Rohre auch in die Ecke machen, um die Ecke binden. Ja, und das kommt natürlich ein bisschen spät, aber besser spät als nie. So, wenn das Ding schon mal so nah ist, dann müssen wir uns das ja quasi unbedingt holen. Man sieht es ja sogar schon. Und dann habe ich endlich ein paar, weil da sind, glaube ich, auch diese Sachen dran, die ich gerne hätte. Diese Solarpanels. Da können wir mal schauen, was die so bringen. So. Ich muss mal kurz schauen. Ich bewege mich, glaube ich, immer noch. So, bewegen wir uns mal mit. Irgendwie. Na? Oh shit, ich habe die Trickheitsdämmer, glaube ich, ausgemacht vorhin, oder? Ah ja, ich habe die aus den ausgehabt. Kein Wunder, dass er nicht gebremst hat. Okay, jetzt fliegt mal schnell hinterher. So, wir haben ungefähr die Geschwindigkeit gleich erreicht. So, komm, komm. Na los. Jetzt muss ich bloß noch einholen. Ah, jetzt geht's langsam. So. Sehr schön. Dadurch, dass es ja ein privates Segelschiff ist, glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwelche Fallen drin sind. Also, das werde ich ja dann sehen, ob das so ist oder nicht. Aber ich denke nicht, dass da jetzt Fallen drin sind. Ja. Das mit dem Testen, das machen wir einfach dann ein bisschen später. Das geht schon gut. So, wir sind jetzt gleich da. Okay. Dann schauen wir uns das ganze wunderschöne Prachtschiff mal an. Wir müssen bremsen, weil ich habe keine Trägheitsdämpfer an. Ja, so viel zum Thema Bremsen. Es funktioniert nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Ach, komm schon. Dann mache ich die Trägheitsdämpfer schnell wieder an. Ach. Ja, erstmal hinkommen hier. Das ist halt im Weltall nicht immer so leicht. So, jetzt aber. Komm schon. Mit Bremsen und ranfliegen, das muss doch funktionieren. So, jetzt geht's. Jetzt haben wir's. So, wir schauen mal kurz. Wie rum ist denn das gedreht? Wahrscheinlich so, nehme ich an. Und dann ist hier der Eingang. Nein, der ist hier nicht. Wo ist der Eingang von diesem Teil? Da! Nee, das ist ein... Oh, hier ist ja... Das Schiff ist ja so mickrig. Da ist ja bloß ein Cargo drin, das war's. Aber hier muss irgendwo ein Eingang sein. Irgendwo haben die bestimmt einen Eingang dran gebaut. Nein. Anscheinend doch nicht. Okay, kein Eingang bedeutet für mich, ich kann jetzt hier einfach irgendwo rein.
Hat das Ding überhaupt irgendwas? Hat das überhaupt was zum Steuern? Warum stottert das denn hier immer so komisch? Na gut, dann... Ja, Vorsicht. Dann schweiße ich mich hier einfach mal durch. Mal gucken. Ah, hier haben wir einen Eingang. Einen versteckten Eingang. Hinter einer Stahlaufsteg. So, ein bisschen verkehrt rum bin ich. Und da haben wir es auch schon. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwelche bösartigen Fallen hinter uns. Oder explodieren gleich. Hoffe ich zumindest. So. Trägheitsdämpfer an. Und dann bremsen wir ab. Cool, so, wie sieht's aus? Verbleibender Treibstoff für 13 Tage. Gibt's eigentlich auch sowas wie Akkus? Ich meine, ich glaube, die sind noch gar nicht Richtung Sonne gedreht. Die Sonne ist nämlich da unten. Dann drehen wir mal schnell zur Sonne, um zu schauen, wie das jetzt aussieht. Reaktoren, 5,02 Megawatt. Sind die jetzt voll ausgelastet? Ja, jetzt sind die voll, okay. Da drüben ist ein bisschen was kaputt. Verbleibender Treibstoff für 0 Sekunden. Ja, gibt irgendwie Sinn. Und wir fliegen jetzt mal zu unserer Hauptbasis zurück. Da sind die Bojen. Dann fliegen wir mal dahin. Schön zur Sonne gedreht. So. Bojen. Aber in sich doch ein schönes, kleines, nettes Schiff. Aber das musste ich mir jetzt einfach holen. Anders geht's ja gar nicht. Weil das war so nah. Wenn ich mir mal den Mining Carrier da oben anschaue, der ist ja 675 Kilometer entfernt. Da brauche ich Jahre, ich da bin. So, die Geschwindigkeit, ja, recht langsam. Ja, es hat nicht das beste Schiff. Es hat ein bisschen langsam. Ja, aber ich frage mich echt, ob es so eine Art Akkus gibt, dass man sich das auch irgendwie ja, speichern kann. Die Energie, weil das fehlt, glaube ich, noch, um Solarzellen wirklich effektiv zu machen, dass man auch einfach die überschüssige Energie, die man ja gerade nicht braucht, dass man die auch wirklich speichern kann. So, ein bisschen drehen, muss auch irgendwie die Sonne. Ach, die gehen die in beide Richtungen? Ach, die gehen in beide Richtungen? Ach so, das ist natürlich praktisch. Wir sind trotzdem scheiße langsam. Hätte ein bisschen mehr Antrieb sein können hinten dran. Naja, auf jeden Fall werde ich mir da jetzt bald neue ein paar Solarzellen basteln. Ja, so, das ist halt so ganz spontan jetzt mal entstanden. Das musste ich jetzt einfach mal auskosten. Aber trotzdem, boah, ist das langsam. Boah, ist das langsam. Habe ich schon gesagt, dass es langsam ist? Ich würde mir schon immer mal den angucken. Also das ist ein Privatsegelschiff und es gibt, glaube ich, noch ein etwas größeres Segelschiff. Ich weiß jetzt gar nicht. Da fällt mir ein, ich hatte mal so ein Anime geschaut und da sind die auch segeln gegangen. Die hatten, glaube ich, teilweise auch Solar... Energie, nicht direkt, sondern so eine Art Solarsegel. Also durch die Solar... Ja, Winde oder Strahlung, dass sie sich dadurch dann fortbewegt haben. War irgendwie ganz lustig. So, jetzt sind wir fast bei 60 Meter pro Sekunde. Das ist ja Wahnsinn. Da brauchen wir ja bloß noch ganz wenige Sekunden, ehe wir hinten angekommen sind. Ich hoffe, das Ding kann auch bremsen. Hat das vorne noch einen Triebwerk dran? Ja, hat's. Ist nicht wirklich stark beschädigt, nur die eine Solarzelle. Wir verbrauchen ja bloß 11% von dem, was wir gerade erzeugen. Von daher, super, super. Ja, ich habe gehört, damit kann man Bojen betreiben. Was ja an sich eigentlich ganz gar nicht so schlecht ist. Man könnte sich zum Beispiel einen Asteroiden aussuchen. Ich glaube, der da unten rechts, der gerade durchs Bild fliegt. Ich glaube, einer davon ist der Asteroid, wo ich die leckeren Sachen gefunden habe. Dass man da jetzt irgendwie eine Station hinsetzt und mit einem Solarsegel da hinklatscht. In der Hoffnung, dass ein bisschen ja, Licht existiert, sodass man die Boje wenigstens anhat. Dann weiß man wenigstens immer, wo man ist. So. Und wir sind gleich angekommen. Und ich glaube, ich werde dich sogar machen. Ich werde die Solarsegel ab. Wow, da schlägt's ein. Knapp an uns vorbei. Oh mal, ich habe die Trägheitsdämpfer ja aus. Ah, bremsen. Oh, Asteroiden! Die fliegen an mir vorbei. Oh! Oh mein Gott, das trifft uns gleich.
Boah, Schwein gehabt. Nichts passiert. Alles chillig. Wir müssen nicht immer so viel Angst haben. Ihr wisst doch, ich kann super fliegen. Ich bin der Beste. So. Dann schnell in den Schatten bringen. Und dann baue ich jetzt die Teile ab. Ganz einfach. Und nehme die einfach mal mit. Und baue dann mal eine Boje dahin. Ups. Oh. Ja, genau. Ich wollte so andocken. Das war alles, ist alles geplant. So, dann geht's raus. Und dann habe ich noch irgendwas einstecken groß. Ja, ich habe noch ein paar Sachen einstecken. Na, lass mich raus. Die schmeiße ich noch schnell weg. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell hier. Das hätte böse enden können. Aua und so. Ja, warte mal. Die schmeiße ich jetzt schnell hier in die Kiste rein. Und eigentlich müssten ja bald mal die ganzen Rohre fertig sein. Ich hoffe es zumindest. Ah, der Trägheitsdämpfer ist aus. Deswegen eier ich hier so rum. So, schnell alles weg. Wobei, das hier kann ich gebrauchen, glaube ich, weil ich ja... ich glaube, ein paar Platten bräuchte ich. Da komme ich gar nicht ran. Naja, egal. So. Dann schraube ich mir jetzt nämlich einen Wrecken ab. Mal gehen diese Lazen auch für kleine Schiffe. Die gehen auch für kleine. Also könnte ich auch einen kleinen, eine kleine Boje bauen eigentlich. Und ein kleines Solarschiff. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. So. Das dauert aber ganz schön lange dafür, dass da so kaum Komponenten drin sind. Ist echt krass, dass das da so lange dauert. Dauert ja wirklich lange. Was ist hier los? Ja, erneuerbare Energie. Ich weiß nicht, ob die Entwickler uns damit irgendwas sagen wollten. Dass die Solarzellen so wenig bringen. Also das sind ja kein... Ja, weil... Es ist ja wirklich... Also so, wenn ich jetzt eure Kommentare Glauben schenken darf, dann sind das nicht wirklich großartige Alternativen zu dem richtigen Zeug. Ja, und deswegen, da fragt man sich schon, ne? Da fragt man sich schon. So, dann werde ich die große Boje noch abbauen und die werde ich dann halt wahrscheinlich in eine kleine Boje umwandeln. Das müsste man ja eigentlich hinbekommen. Wobei die großen Solarzellen natürlich auch nicht schlecht wären, aber ja. Boah, das hat ja echt ewig gedauert. Das Ding war ja schon halb kaputt. Ich möchte aber gern noch eins abbauen. Aber dass das so lange dauert, ist echt interessant. Ja, da sind die Solarzellen, die ich brauche. Genau, die möchte ich gerne haben. Alle her damit. Ja, das ist halt der Vorteil, ne? Wenn man jetzt hier so ein Schiff findet, man kann es halt schnell auseinandernehmen. Das hat ja auch jemand geschrieben, dass man ja die Dinger halt zum Ausschlachten verwendet. Man möchte sich zum Beispiel jetzt eine Solarzelle bauen oder Solarpanel. Dann geht man einfach hier hin, sägt sich eins ab und baut es woanders wieder auf. Oh, ich bin ja fast ziemlich voll jetzt. Schaffe ich das denn jetzt überhaupt noch, genug Platz mitzunehmen für die Boje? Na, werden wir sehen. Werden wir sehen. So. Wieder ein bisschen gespeichert. So. Die Folge ist ja bald schon wieder vorbei, aber ich möchte ja schnell noch dahin fliegen, das machen. Ah, komm schon. Du schaffst es. So, komm, komm. Alles absägen. 13, 12, 11, 10. Boah, das dauert so lange, ey, diese Solarzellen. Und das ist schon wieder so ein Ding. Die brauchen total lange, wahrscheinlich auch zum Aufbauen. Irgendwie wollen uns die Entwickler wahrscheinlich damit sagen, baut nicht diese scheiß erneuerbare Energie. Wer weiß, ob da eine Meinung dahinter steckt. Boah, hier sind ja richtig viel drin in dem Ding. Das kriege ich alles gar nicht mit. Ach, scheiße. Ach, zum Kotzen, kriege ich alles nicht mit hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viel braucht denn so eine kleine Boje? Ja, die braucht eigentlich so gut wie gar nichts, die kleine. Stahl, Computer, Stahlrohr. Wir wagen es einfach so und lassen mal das, was ich jetzt schon habe. So, und dann nehmen wir jetzt das Schiff hier mit. So, steig mal hinten rein. Und dann schauen wir mal kurz. Ist das der Asteroid, den wir anfliegen wollten? Nein, das sind ja bloß diese Brückchen um uns herum. Wir müssen, glaube ich, erst ins Licht fliegen und dann habe ich es dort gesehen. So. Da ist die Sonne. So. Ich
glaube, da drüben irgendwo. Ja, das wäre echt ganz klar. Da hinten, das sieht doch... Oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Das sind halt... da müssen wir auf jeden Fall drauf achten, dass wir den mal markieren, unseren schönen Brocken. Ich glaube, der da ist es sogar. Ja, das ist der. Den möchte ich mir gerne noch markieren, damit ich jetzt nicht wieder suchen muss demnächst. So. Ja, so ein schönes Gefährt, was wir uns hier aufgebaut haben. Kann ich noch Licht anmachen? Verbrauchen wir aber mehr Strom. Muss nicht unbedingt sein. So, und dann muss ich mal schauen, wie ich das mache, ob die Solarzellen auch ein bisschen Energie bekommen, wenn sie vielleicht nicht direkt in der Sonne sind, weil sonst bringt das Ganze ja irgendwie nicht so viel. Wir werden es sehen, aber das müsste der Brocken sein. Da unten ist da diese Halbkacke, wo man reingeht, da wo man einen Haufen Gold gefunden haben, und da war dann jetzt das Ganze, ja, die ganze... da schießen schon wieder Asteroiden durch die Gegend. Müssen aufpassen, dass ich nicht dagegen knalle. Das wäre gar nicht schön. Das ist halt ein schöner Brocken. Das ist ein echt dicker, schöner Brocken. Da müssen wir quasi schon was hinbauen. So, ein bisschen nach da lenken. Da müsste ich irgendwann mal anfangen, die ganzen Bojen auch mal umzunennen. So. Dann werde ich als erstes testen, ob vorne was reinfällt in den Trichter. Oder ob ich ihn umsonst gebaut habe. Oder ob der stört wahrscheinlich tierisch da vorne. Da müsste ich die Bohrer weiter vorbauen wahrscheinlich. Wir werden mal sehen, ob das sich überhaupt lohnt, diesen scheiß Trichter da überhaupt jetzt noch anzuschließen. So, hier ist jetzt relativ dunkel in der Ecke. So möchte ich das haben. Und dann bohren wir hier einfach mal ein bisschen. So, wir sind jetzt relativ schnell, aber auch nur relativ. Bremsen dürfte recht schnell gehen. So, bremse ich mal ab. So, 30. So. Und da sehe ich doch schon wieder Gold. Zumindest sieht das ein bisschen so aus. Das könnte natürlich alles Mögliche sein. So, machen wir Licht an. Dann, wie weit sind wir jetzt entfernt? So, dann schauen wir mal, ob sich da was reinfährt oder ob ich überhaupt bohren kann oder ob ich da jetzt dagegen stoße. Boah, das stottert aber ganz schön gerade. Ist das wegen dem Licht? Nein, es liegt nicht direkt am Licht. So, schön reinbohren. Ich frage mich jetzt nur, ob das stört beim Bohren, das Teil, weil in der Mitte sieht gerade so aus, ob da nicht alles mitgenommen wird. So. Da seht ihr in der Mitte, das ist nicht so ganz richtig da. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich mich nicht bewege. So. Egal, wir lassen das jetzt erstmal so und schauen mal nach, ob wir jetzt da drinnen was haben. So. Das heißt, mal von hinten reinschauen. Hier. So. Boah, irgendwie stottert das hier tierisch. Und I drücken und wir haben... Ja, es hat was aufgefangen. Der Sammler hat was aufgefangen. Es ist zwar nicht so viel, aber ein bisschen mehr wird auf jeden Fall aufgefangen. Also lohnt es sich vielleicht, das dann auch anzuschließen. So. Dann wollte ich schauen, ob es sich hier lohnt, Solarenergie zu haben. Hier. Ich meine, so ein bisschen Energie kommt ja, oder? Oder muss sie direkt an der Sonne sein? Huch, was ist denn hier los? Hier ist ja voll ein Loch. Ich wusste gar nicht, dass das Ding hohl ist drinne. Das Teil ist ja hohl. Oh mein Gott, ist das alles Gold? Oder ist das... Oh Gott, schnell raus hier. Schnell raus, bevor ich noch gierig werde. So. Ich werde jetzt sagen, hier ungefähr passt gut. Gehe, mache ich ein neues kleines Schiff erstmal. Ach, stimmt ja, da muss ich ja den Mist bauen. Egal, ist fertig. Dann baue ich jetzt da einen Block drauf. So, ist fertig. Dann kommt oben drauf die Boje. Hier ist eine Boje und ich brauche natürlich noch eine Solarzelle. So, die Boje, die möchte ich natürlich doch gerne hinstellen. Oh, da fliegen die Asteroiden da hinten. Seht ihr das? Bam! Und von unseren großen Asteroiden getroffen. Kann das sein, dass die immer größer werden? Oder warum sehe ich die von hier? So, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Solarzelle. Die werde ich jetzt hier irgendwie so... Ich würde schon gerne
in die andere Richtung drehen. Geht das nicht? Moment. Muss der so aufgerichtet sein oder kann ich das nicht noch ein bisschen entfernen? Ach, genau so möchte ich die haben. So, jetzt das schweiße ich jetzt noch schnell zusammen und dann hoffe ich, dass die auch Strom liefert. Was ist das? Ist eine kleine, ja? Okay. Sieht so groß aus. Toll, mir fehlt ein Stahlrohr. Wieso fehlt mir ein Stahlrohr? Och nein, was ist das denn für ein Mist? Wo kriege ich denn jetzt ein Stahlrohr her? Ganz ehrlich, wo kriege ich ein Stahlrohr her? Sagt mir das nachher. Und hier fehlt mir auch ein Stahlrohr. Na, ich kann ja die... Ja, ich hätte die an... Ich brauche zwei Stahlrohre. Und ich brauche wahrscheinlich hier bei dem Plotz brauche ich... Na gut, das geht wenigstens. Deswegen ist etwas, was geht. An sich fehlen mir bloß noch zwei Stahlrohre. Sehe ich das richtig? Ja, dann überziehen wir mal. Und schauen mal, ob ich hier irgendwo Stahlrohre herkriege. Auch wenn ich jetzt unser Teil ein bisschen auseinandernehmen muss. Sind hier sind Stahlrohre drin. Komm, einen kann ich entbehren. Entbehre ich erstmal ein. Und ich habe meine Stahlrohre. So. Ist schon nervig, ne? So. Sehr schön. Und bitte, bring mir Strom. Ein bisschen wenigstens. Ein kleines bisschen würde ja schon reichen. Das Schlimme ist, ich sehe ja noch nicht mal, ob ich Strom produziere, weil ich da kein Cockpit drin habe. Aber vielleicht... Ja, die Boje müsste ja angehen, wenn es funktioniert. So, dann habe ich natürlich in der Folge nichts erreicht. Aber ist ja in Ordnung. Und wir haben fertig. Gleich. Jetzt. So, er zeigt mir jetzt einen roten Balken an. Ich weiß noch nicht genau, ob das sagt, dass er wenigstens trotzdem irgendwas macht. Wir werden es sehen. Also die Boje leuchtet nicht. Das ist ein schlechtes Zeichen. Weil ich glaube, die ist ja eigentlich fertig, oder? Da muss die komplett voll sein. Ach, scheiße. Muss der wirklich komplett im Dings sein, im Licht? Das ist ja kacke. Oh, nein! Jetzt habe ich es auch noch berührt. Naja, dann sehen wir wenigstens, ob die Boje irgendwann angeht. Vielleicht ist die einfach nicht an. Aber ich kann ja schlecht irgendwie anmachen. Und hätte ich sie vielleicht andersrum bauen müssen? Ist da vielleicht was unten dran? Ein Schalter? Ist das nicht wunderschön? Kommt da ab und zu mal Strom? Nein. Ich glaube, das ist relativ egal. Solange der im Schatten ist, passiert wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Wenn ich Licht drauf mache, hier mit der Lampe, reicht natürlich auch nicht. Der hat eine Boje, hat glaube ich kein Interface. Vielleicht ist die Boje einfach nur aus. Na gut, das nächste Mal komme ich hier vielleicht eher mit einer großen Station an. Ja, schreibt mir in den Kommentaren vielleicht. Bis ich das gelesen habe, sind eh schon wieder die Woche rum. Also von daher, da habe ich es vielleicht schon rausgefunden. Ich glaube, ich werde dann einfach irgendwann eine große Station aufbauen mit diesen Teilen drin. Naja, ich habe wenigstens ein bisschen was gelernt und passt schon. Ja, dann, ich bohre mir das jetzt alles noch schön weg und dann würde ich sagen, ich war hier der Tenshi von Synups Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüssi! Ja, was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist die Tatsache, dass ich jetzt mal schaue, ob ich jetzt hier wirklich auch alles rauskriegen kann und zwar schnell. Das habe ich ja noch nie getestet und zwar, geh mal rein. Ich habe hier eine Gruppe gemacht und die mache ich jetzt einfach mal... Rauswerfen das an. So, alle an. Und dann wird da hinten alles rausgeschmissen. Oh. Oh. Aber irgendwie wird es nicht reingesaugt. Was ist denn hier los? Das war wohl doch zu viel. Oh, irgendwie wird das hier nicht aufgesaugt. Das gefällt mir ja gar nicht. Kann das sein, dass die jetzt Strom brauchen? Weil ich habe ja keine Stromverbindung. Und wenn die Einsammler Strom brauchen, dann ist klar, dass da jetzt nichts reinkommt. Das ist dann klar. Ja, dann müssen wir erstmal die Rohre verbergen. Na gut, dann war es das jetzt wirklich.